Mein Name ist Benjamin von Fragfina und in diesem Video erfährst du alles, was du rund um das Thema betriebliche Altersvorsorge wissen solltest. Ich wünsche dir viel Spaß damit. An dieser Stelle direkt ein kurzer Hinweis. Es handelt sich bei dem folgenden Video um eine Zusammenfassung, in dem lediglich die wichtigsten Punkte besprochen werden. Eine ausführliche und umfassende Behandlung des Themas findest du in unserem Ratgeber zur betrieblichen Altersvorsorge auf Fragfina. Einfach bei Google nach Fragfina BAV suchen und damit aber auch jetzt genug der Vorrede. Lass uns gleich ins Thema einsteigen. Unter dem Begriff der betrieblichen Altersvorsorge, kurz BAV oder auch Betriebsrente genannt, versteht man den Vermögensaufbau fürs Alter, der über den Arbeitgeber läuft. Jeder Arbeitnehmer hat einen Anspruch auf diese Form der Altersvorsorge. Dabei gibt es verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Entweder wird die BAV komplett vom Arbeitgeber finanziert oder ein Teil vom Arbeitgeber und ein Teil vom Arbeitnehmer. Die BAV zeichnet sich dabei vor allem durch zwei Dinge aus. Zum einen muss der Arbeitgeber einen Zuschuss von mindestens 15% zum selbstgesparten Beitrag geben und zum anderen sind die Beiträge bis zu einer bestimmten Grenze steuer- und sozialabgabenfrei. Was das genau bedeutet, schauen wir uns im weiteren Verlauf dieses Videos an. Die Umsetzung kann dabei über verschiedene Durchführungswege geschehen. In diesem Video beschränken wir uns auf den am häufigst genutzten Durchführungsweg, und zwar die sogenannte Direktversicherung im Rahmen einer Entgeltumwandlung. Doch was ist jetzt eine Direktversicherung, was ist eine Entgeltumwandlung? Schauen wir uns die beiden Begriffe einmal etwas genauer an. Bei der Direktversicherung schließt der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer eine Rentenversicherung ab. Die Beiträge für diese Rentenversicherung sind vom Arbeitgeber zu zahlen, die Leistungen daraus erhält aber der Arbeitnehmer. Das Ganze geschieht über die Entgeltumwandlung. Eine Entgeltumwandlung ist eine Gehaltsumwandlung, bei der ein bestimmter Betrag vom Einkommen genommen wird, um eine Zusatzrente in Form einer betrieblichen Altersvorsorge aufzubauen. Dieser Betrag wird direkt vom Bruttoeinkommen des Arbeitnehmers genommen und vom Arbeitgeber in eine Rentenversicherung eingezahlt. Bekommt man beispielsweise ein Bruttoeinkommen von 4.000 Euro und man möchte 100 Euro in die betriebliche Altersvorsorge sparen, dann werden diese 100 Euro aus dem Bruttoeinkommen genommen und in die Direktversicherung eingezahlt. Statt 4.000 Euro brutto erhält man jetzt noch 3.900 Euro brutto. Nachdem wir die Grundbegriffe geklärt haben, schauen wir uns jetzt genauer an, was die betriebliche Altersvorsorge eigentlich so interessant macht. Starten wir hier mit dem Zuschuss des Arbeitgebers. Seit 2019 gibt es einen verpflichtenden Zuschuss vom Arbeitgeber zur betrieblichen Altersvorsorge. Dieser wurde im Betriebsrentenstärkungsgesetz festgelegt. Konkret müssen für alle Neuverträge seit 2019 ein Zuschuss von mindestens 15% gezahlt werden. Für alle Verträge, die schon vor 2019 bestanden haben, gilt diese Pflicht ab 2022. Der Arbeitgeber ist aber nicht auf diese 15% beschränkt. Wenn er möchte, kann er einen höheren Zuschuss zahlen oder auch den gesamten Beitrag für seinen Arbeitnehmer übernehmen. Schauen wir uns das auch einmal an einem Beispiel an. Wie in unserem vorherigen Beispiel möchte der Arbeitnehmer 100 Euro in seine BAV einzahlen. Dann ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, mindestens 15%, also in diesem Fall 15 Euro mit dazuzugeben. Das heißt, es werden nicht nur 100 Euro, sondern 115 Euro monatlich in die Direktversicherung eingespart. Neben dem Zuschuss ist vor allem die Steuer- und Sozialabgabenfreiheit besonders attraktiv in der betrieblichen Altersvorsorge. Also schauen wir uns auch diesen Punkt etwas genauer an. Die Beiträge für die betriebliche Altersvorsorge sind steuer- und sozialabgabenfrei. Das heißt, man zahlt für die Beiträge weder Steuern noch Sozialabgaben, zumindest bis zu den erlaubten Höchstgrenzen. Diese sehen wie folgt aus. Steuer- und sozialabgabenfrei sind monatliche Beiträge bis zu 4% der aktuellen Beitragsbemessungsgrenze. Für das Jahr 2021 sieht das wie folgt aus. Die Beitragsbemessungsgrenze liegt bei 85.200 Euro pro Jahr. Das entspricht 7.100 Euro pro Monat. Davon 4% sind 284 Euro. Das heißt, es können monatlich 284 Euro steuer- und sozialabgabenfrei in die BAV eingezahlt werden. Darüber hinaus können noch weitere 4%, also wieder 284 Euro zusätzlich steuerfrei in die BAV eingezahlt werden. Damit man das Ganze etwas besser greifen kann, schauen wir uns das einmal an einem Beispiel an. Und dabei haben wir folgende Rahmenparameter zugrunde gelegt. Es werden 100 Euro per Entgeltumwandlung in eine Direktversicherung eingezahlt. Dazu kommen die 15% Pflichtanteil, also konkret 15 Euro vom Arbeitgeber. Der Angestellte verdient 3.500 Euro brutto monatlich, ist in der Steuerklasse 1 und gesetzlich krankenversichert mit einem Zusatzbetrag von 1,1%.
In der Spalte mit der Überschrift ohne BAV sehen wir die normale Gehaltsabrechnung, also das Bruttoeinkommen, und von diesem werden die Steuer- und Sozialabgaben wie Rentenversicherung, Krankenversicherung und so weiter abgezogen. Dies führt bei den getätigten Annahmen zu einem Nettoeinkommen von 2.183,35 Euro. In der rechten Spalte sehen wir die Gehaltsabrechnung mit der Entgeltumwandlung in Höhe von 100 Euro, die in die BAV fließen. Diese 100 Euro werden direkt vom Bruttoeinkommen genommen. Dies führt dazu, dass das neue Bruttoeinkommen 3.400 Euro beträgt. Jetzt müssen auch nur noch auf diese 3.400 Euro Steuer- und Sozialabgaben gezahlt werden. Und da es sich bei diesen Beiträgen um prozentuale Werte handelt, sinken, wie man sieht, die Steuern und Sozialabgaben. Dies führt dazu, dass das neue Nettoeinkommen 2.133,92 Euro beträgt. Das sind gerade einmal 49,43 Euro weniger, als wenn man die BAV nicht nutzen würde. Das heißt, ganz konkret hat man in unserem Beispiel monatlich 49,33 Euro weniger zur Verfügung. Dafür werden aber 100 Euro plus die 15 Euro vom Arbeitgeber gespart. Das heißt, es müssen 49,33 Euro aufgewendet werden, um 115 Euro zu sparen. Und an diesem Beispiel sieht man auch ganz schön, was für einen enormen Hebel die betriebliche Altersvorsorge durch die Steuer- und Sozialabgabenersparnis hat. Jetzt stellt sich im nächsten Schritt natürlich die Frage, was passiert denn jetzt mit den 115 Euro, die gespart werden? Es gibt im Rahmen der BAV im Grunde zwei Geldanlagemöglichkeiten. Egal für welche man sich entscheidet, eins ist bei der BAV immer gleich: die eingezahlten Beiträge müssen immer garantiert sein. Das heißt, das, was ich selber einzahle, muss am Ende der Laufzeit auf jeden Fall auch im Vertrag vorhanden sein. Ganz unabhängig davon, welche Entwicklung die Geldanlage in der Zwischenzeit gemacht hat. Schauen wir uns die beiden Möglichkeiten einmal etwas genauer an. Die eine Variante ist die sogenannte klassische Variante. Hierbei setzt sich die Geldanlage aus dem Garantiezins, der aktuell bei 0,9% und im Jahr 2022 auf 0,25% gesenkt wird, und den Überschüssen, die die Versicherung erwirtschaftet, zusammen. Für die meisten ist diese Variante nicht besonders empfehlenswert, da zunächst alle Garantien bedient werden müssen, auch die von alten Verträgen, die noch eine deutliche höhere Garantieverzinsung hatten. Und dadurch ist der zu erwartende Ertrag aus den Überschüssen nicht sonderlich hoch und somit auch die zu erwartende Gesamtverzinsung. Die zweite Variante ist die fondsgebundene oder manchmal auch hybride Variante genannt. Bei dieser Variante funktioniert die Geldanlage wie folgt. Auch hier sind natürlich die eingezahlten Beiträge garantiert. Die Garantie wird dabei direkt vom Versicherer übernommen. Hier hat man keinen Einfluss auf die Gestaltung. Worauf man jedoch Einfluss hat, ist der Anteil des Sparbeitrags, der nicht für die Garantie benötigt wird. Dieser Teil kann frei in Fonds, ETFs oder auch einer Mischung daraus investiert werden. Alles, was die Versicherung anbietet, kann ausgewählt und beliebig zusammengestellt werden. Auch eine Veränderung der Geldanlage ist problemlos möglich. Diese Variante ist definitiv die zu bevorzugende, da die Renditeerwartung deutlich höher ist als bei der klassischen Variante. Fassen wir zum Abschluss noch einmal die drei wichtigsten Vor- und Nachteile der betrieblichen Altersvorsorge im Rahmen einer Direktversicherung zusammen. Starten wir einmal mit den Nachteilen. Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei der Direktversicherung um eine Versicherungslösung. Somit hat man auch die üblichen Kosten einer Versicherung. Das heißt, ein Großteil der Kosten, die sogenannten Abschluss- und Vertriebskosten, verteilen sich auf die ersten 5 Jahre, sodass vor allem zu Beginn der Vertragslaufzeit nur ein kleiner Anteil des Sparbeitrags auch tatsächlich im Vertrag einkommt. Wie wir gesehen haben, haben wir den Vorteil der Steuer- und Sozialabgabenfreiheit in der Ansparphase, jedoch muss in der Auszahlungsphase die Rente mit dem dann gültigen Steuersatz versteuert werden. Und, sofern man gesetzlich krankenversichert ist, müssen auf die Rente, die man aus der betrieblichen Altersvorsorge erhält, Krankenversicherungs- und Pflegebeiträge gezahlt werden. Die BAV, aber auch grundsätzlich Versicherungslösungen, sind tendenziell unflexibel. Sich das Geld aus der BAV vorzeitig, also vor Rentenbeginn, auszahlen zu lassen, ist beispielsweise nicht vorgesehen. Es handelt sich hierbei ganz klar um einen Baustein zum Vermögensaufbau für die Altersvorsorge. Schauen wir uns neben den Nachteilen auch die drei wichtigsten Vorteile an. Das ist zum einen der Zuschuss vom Arbeitgeber. Man erhält mindestens 15% Zuschuss auf den selber gesparten Beitrag. Je nach Arbeitgeber kann dies aber auch deutlich mehr sein. Neben dem Zuschuss ist die Steuer- und Sozialabgabenfreiheit ein großer Vorteil der betrieblichen Altersvorsorge. Durch diesen Umstand kann mit einem relativ geringen Nettoverzicht ein verhältnismäßig großer Beitrag für die Altersvorsorge gespart werden. Ein weiterer Vorteil der BAV als Direktversicherung ist die Absicherheit des Langlebigkeitsrisikos. Das heißt, die Rente wird ausgezahlt, solange man lebt, unabhängig davon, ob das angesparte Kapital schon aufgebraucht ist oder nicht. Dies unterscheidet sich vor allem zur Altersvorsorge über ein Depot. In dieser Form muss man sich zum Rentenbeginn einen Plan machen, für wie viele Jahre das Geld reichen muss. Das ist bei einer betrieblichen Altersvorsorge nicht notwendig.
Ich hoffe, dir hat das heutige Video gefallen. Wenn du mehr Informationen rund um das Thema Finanzen und Vermögensaufbau haben möchtest, dann abonniere doch gerne diesen Kanal oder schau auf unserer Seite fragfina.de vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.